Hier ist Danny. Ich habe euch heute ein paar Fußballübungen für zu Hause mitgebracht. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball und 5 Flaschen, ein bisschen Platz und stay home. Wir starten mit einer kleinen Aufwärmübung. Ihr probiert mit vielen kleinen Schritten Slalom vorwärts zu laufen. Achtet da, wie gesagt, auf die vielen kleinen Kontakte innerhalb des Slaloms. Danach gehen wir über zu Sidestep. Achtet darauf, dass ihr euch ordentlich abstoßt. Immer 2, 3 kleine Kontakte rechts, links. Genau. Und als letzte Übung gehen wir noch einmal vorwärts, rückwärts. Auch dort achten viele kleine Kontakte. Probiert auf dem Vorderfuß zu laufen. Und da macht ihr von jeweils 3 Durchgänge, a 20 Sekunden jeweils. Als nächstes macht ihr Hock-Strecksprünge. Dort achtet ihr darauf, dass ihr mit den Händen auf den Boden kommt und euch richtig streckt. Als nächstes die einfachen Liegestütze und genauso wie bei den Hock-Strecksprüngen macht ihr hier 3 Sätze, a 10 Wiederholungen. Als nächstes tippelt ihr den Ball an, achtet da auf eure Füße, bleibt immer auf eurem Vorderfuß und der Ball wird auch immer nur leicht angetippt. Als nächstes gehen wir in einen Slalom. Schön beide Füße benutzen, auf der rechten Seite den rechten Fuß, auf der linken den linken Fuß. Immer schön mit der Innenseite, viele kleine Kontakte. Der Wechsel auf den linken Fuß, linke Innenseite, linke Außenseite, viele kleine Kontakte wieder. Enge Ballführung ist genauso wichtig. Da der Wechsel dann auf den rechten Fuß. Da macht ihr jeweils 3 Durchgänge. Als nächstes tippeln wir den Ball. Achtet darauf, dass ihr wieder auf dem Vorderfuß seid. Immer 4, 5, 6 Kontakte. Und dann mit einem großen Kontakt auf die andere Seite. Dies jetzt als Slalom. Viele kleine Kontakte mit der Innenseite. Durch den Slalom. Haben wir eben in der vorigen Übung geübt. Immer dann 3, 4 Kontakte und dann auf die andere Seite zu kommen. Hier ist nochmal eine Übung für das Ballgefühl. Achtet darauf, dass ihr weit genug an der Flasche vorbeispielt, sodass ihr Platz habt, den Ball nach hinten zu ziehen. Achtet darauf, 2 Kontakte zu benutzen, einmal zurückzuziehen, einmal nach vorne zu spielen, sodass ihr die Hüfte ordentlich aufdrehen könnt. Und wenn es noch nicht so gut klappt, fangt langsam im Stand an und dann immer schneller werden. Hier führen wir den Ball vielen kleinen Kontakten um die Flasche drumherum. 3-mal in die eine Richtung, 3-mal in die andere Richtung. Und dann wird zuletzt noch einmal der Fuß getauscht. Wieder mit dem rechten und mit dem linken Fuß. Genau, 3-mal in die eine Richtung, 3-mal in die andere Richtung. Und dann habt ihr das kleine Fußball-Workout für zu Hause schon geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.